Moin moin Freunde, was geht ab? Hier zur abendlichen Stunde Road to Even Challenger ist das Motto. Und ja, Car6 wird glaube ich die Lane von uns heute der Rivale sein. Und ja, dann würde ich sagen, decken wir uns mal dementsprechend ein. Wer ist als Viel nächstes können wir uns da ja dran? nicht verkaufen. Geht mal am besten mit dem Flask, Health Potion und einem Ward auf die Lane. Ich denke mal, sollte ganz okay sein gegen K6. Müssen ein bisschen aufpassen, dass er mich nicht so viel mit Nächste seinem W erwischt. Position ist Und reinigerweise ansonsten, offen. ja, wir hoffen mal aufs Beste, gell? Kayle, so ein Champion, extrem stark. Extrem oft sieht man ihn heutzutage nur noch im Bann. Und ja, wie gesagt, Freunde, wir gucken und hoffen auf das Beste. Gucken wir ganz nochmal ins Team, bevor wir jetzt hier richtig loslegen. Und da haben wir einen Darius. Oh, einen Jungle, na gut. Alles da als Supporter für unseren Ezreal. Dann Akali in der Mitte. Akali habe ich schon mal ein gutes Gefühl, denn ich meine, Akali haut ja auch mal jedes Mal richtig rein. Dann mal schauen, was im gegnerischen Team haben. Da haben wir genau schon den K6 gesichtet, der ja auf meiner Lane tanzen wird. Dann Lee im Jungle, Wayne mit Leona auf der Botlane. Das wird auch ein schöner Kombo unten. Und Gragas in der Mitte. So, Freunde, das soll es auch schon gewesen sein. Und Auf ins wir können uns jetzt Gefecht! erstmal hier oben jetzt dick die Fresse einschlagen. Ja, Road Evil Challenger ist, würde ich sagen, ein super Projekt. Macht auch ehrlich Spaß. Bin ja jetzt mittlerweile Silber 2. Also ich bin jetzt von Silber 3 auf Silber 2 aufgestiegen. Wollte mich an der Stelle auch bedanken an euch, oder bei euch, ihr heißt es ja. Da ich wirklich viele geile Kommentare gelesen habe und auch nochmal so ein paar Tipps, die eigentlich auch ganz hilfreich sein können. Einfach nochmal so allgemeine Strategien, die einfach nochmal so ganz nützlich sein können, so wann man denn jetzt wirklich perfekt ganken geht und was speziell ich falsch noch Wer mache. ist als Fand ich nächstes ganz dran? interessant und ja, der K6 macht es auch schon richtig. Ich habe auch den Sven nur gerade aktiviert, um da den restlichen Lars jetzt noch zu bekommen. Ah, der ist clever, der Junge. Der ist clever, der ist clever, der ist clever. Jetzt will er, dass ich zu ihm da reinkomme, damit der hier auch richtig funktioniert. Oh. Huhuhuhuhuhuhuhu. Ah, shit. Och nö, jetzt müssen wir auch hier flashen. Der Lee hat uns aber richtig auch gerade hier zugesetzt. Ich dachte eigentlich, das wäre alles hier easy going. Ich meine, wir hätten den K richtig die Fresse poliert, aber Führt mich in na die gut, Schlacht. Lee war auch in der Nähe und fand das nicht so nett, was wir gemacht haben. Und hat es dann nochmal. Och, nö, ne? Ich will nicht First Blood sein. Bin ich aber. Fuck, Freunde. Fuck, fuck, fuck. Das ist. Scheiße ist das. Das ist doch schade, behindert. Weiß ich nicht. Krüppel, schwul. Hässlich. Wieso? Wieso mache ich First Blood? Bin ich so schlecht? Ja, bin ich. Okay. Ah, jetzt weiß ich wenigstens, warum ich mal First Blood bin. Gut. Ich wünschte, es wäre anders. Ich wünschte, ich wäre nicht immer. Ja, okay, ich bin jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, nicht der First Blood Außenseiter. Aber wäre ich der Außenseiter, das wäre eigentlich in diesem Fall immer ganz praktisch, ne? Oh ja, sehr schön. Das finde ich jedenfalls. Akali ist natürlich auch hübsch. Wie Akali da andauernd immer schön die Qs trifft. Und es tut dem Gragas auf Dauer auf jeden Fall weh. Schmeißt da weit ein Fass rein, bringt ja eigentlich gar nichts hin. So. Pusht dann nur mit unnötig die Lane und der Freund geht low. Wir hätten hier gerade den Kill an mir bekommen. Na, K6 auch noch. Oh, das ist doch schon wieder. Ja, ich dachte so in den ersten, man kann ja so in den ersten paar Sekunden einschätzen, wie denn so der gegnerische Laner ist. Und ich dachte eigentlich so, ja, gegen den könnte man die Chance haben. Aber jetzt, weiß ich nicht, hat sich das Blatt schon wieder enorm gewendet. Ich meine, er hat einen 22er Farm gehabt. Oder hat er auch immer noch. Der wird ja jetzt nicht negativ, also wird er nicht plötzlich weniger. War aber dafür natürlich auch eine ganze Ecke länger hier auf der Lane. Und mittlerweile habe ich diesen Farm dann jetzt natürlich auch erreicht, den er hatte. Na, jetzt habe ich ihn. Na, noch nicht ganz. Jetzt habe ich ihn. Und jetzt habe ich ihn überholt. Yay! Na, da stellt sich natürlich die Frage.
Wieso nicht früher einen Ward stellen? Darius Jungle Pool OP. 18 Erfahrung. Level 4 Man, okay. Entschuldigung, was muss ich mir gerade reinziehen? Wie der Knall hat auf die Fresse bekommen. War schon amazing funny, ne? Na, immerhin jetzt hier schön nochmal die Auseinandersetzung. Und Akali kommt da, flasht sich aber und what the fuck? Mit den Dots, mit der passiven von Darius kriegt er da nochmal noch die Doppeltötung so. Frech, frech, frech. Darius OP oder was? Nein, eigentlich nicht. Vor allem nicht im Jungle, meiner Meinung nach. So, das ist immer das Problem, wenn man hier immer noch die anderen Lanes mit begutachten möchte, dass man hier selber immer gar nicht so richtig zurechtkommt. So. Nächstes Mal, wenn wir jetzt Lee kommen, habe ich zumindest schon mal eine Ultimate gegen. Und so minimal hier können wir uns auch. Dann holen wir uns nochmal eine Flask rein. Aber ja, auch ein Kayle hat seine Schwächen und der K6 ist jetzt Level 6. Das heißt, der hat jetzt erstmal seinen W da geupgradet. Was war denn das da? Wenn der jetzt seine Ulti geused hat, check ich nicht ganz. Ganz ruhig, mein Lieber. Auge um Auge. Ruhig, Braunes. Führt mich in die Schlacht. Gank wäre supi. Aua. Auf ins Gefecht. Muss er sagen, erschreckenderweise hält er wirklich viel durch jetzt hier, also. Ah, shit. Not bad, da unlockt er mir ein Spell nach dem anderen. Und wirklich davon sprechen, dass ich ihn jetzt hier oben bekommen habe, kann ich auch nicht, denn natürlich rusht da die Träne. Oh, Freunde, was für ein Sneaky Shoot! Was war das denn? Und das ist schon mein zweiter Death, das gibt's doch nicht! Kannst mir nicht erzählen, Junge! Oh mein Gott! K6 OP oder was? Shit, 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 shit. Nee, die Items will ich eigentlich alle hier nicht haben und nicht haben, nicht besitzen. Nee, das ist eigentlich alles nicht so. Mach meine Messen, du. Aber was kaufe ich mir denn jetzt, du? Hm? Schon dick verkauft, oder was? Oh, Freunde, das dauert mir alles viel zu lange hier. Dann machen wir jetzt irgendwie mal so ganz hässlich. Jetzt habe ich mich sowieso extrem verkauft. Das können wir sie vergessen. Komm. Drauf geschissen und wieder weg. Zack und alt und. Ne? Da. Ein Verbündeter wurde getötet. Hab ich schon gesagt, dass es ist. Sorry, Mitch. I'm sorry. I'm so sorry. But I don't know how to play this game. That's my problem. But I'm not the only one. Auge um Auge. K6 mit 69, wow, not bad. Sieht auch schon wieder richtig verdammt scheiße hier aus. Yeah.
Ja, sieht scheiße aus. 44er Farm von S-Race, finde ich geil. Naja, große Töne spucken hier. Aber selber nur so einen unanständigen Kram haben. Ich meine, mit knapp 10 Last jetzt mehr kann ich auch nicht rumstehen. Das hilft mir die Arcadia jetzt hier nochmal. Und ja, das Wort war platziert. Führt mich in die Schlacht. Ich will ja nicht pushen, aber da ist ein Gragas ziemlich frech. Was wird er wohl tun? Wird das jetzt hier der Evil Fight oder was? Na gut, immer eine Ulti draußen. Schon mal anfangen. Ah, es war klar, dass er da nochmal das zweite Mal seine Ulti aktivieren wird. Das war aber eine Menge Damage. Mit Ignite sofort gecountert mit meiner Ulti. Führt mich in die Schlacht. Noch so ein Ding Augenring, würde ich sagen, und ich bin down. Auf ins Gefecht. Nein! Shit. Wer ist als nächstes dran? Ich muss ja sagen, es rackt mich ja gar nicht so schlecht hoch. Ich habe auch so viel Respekt vor diesem Krisis da oben. Weil er den Recall gemacht hat. Nein, hat er nicht. So, und ich denke mal, er wird immer da die Lücke suchen, wo meine Spells gerade nicht ready ist, wo mein E halt gerade nicht ready ist. Denn ohne E gibt es ja natürlich kein Damage. Vielleicht ist meine Ulti wieder ready. Eigentlich kann ich ja bei ihm den Moment suchen. Wo er sein wenig ready hat, aber ist er schon wieder. Auge um Auge. What? What? Ich hab doch noch drauf gebürstet. Bis zum geht nicht mehr. Ich kann es mir nicht erzählen, Junge. Komm schon, der ist doch Boom ist der, genau. Och, Freunde. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Ja, das hört sich schon mal besser an. Das sind die Wörter, die ich hören möchte. Und nicht so was unmotivierender Scheiße. Aber wieso ist der Gargis nicht draufgegangen? Ich hab da noch alles draufgehauen und. Puh, komische Sache. Komisches Fickschnitzel. Du sollst ihn anziehen, das möchte. Ja, genau. Jawoll. War das so schwer jetzt oder was?
Ich denke mal nicht, und genau an dieser Stelle hätte ich vielleicht ganz gerne noch einen Assist gehabt. Abkrabbeln können. Leider nicht. Das Einzige, was wir auf jeden Fall machen können, ist die Lane zerstören. Denn ich denke mal, dafür haben wir jetzt mehr als genug Zeit, oder? Jo, doch. Das ist schon wieder was Gefährliches. Oh, schön. Drücke einfach mal hier, ohne dass ich da bin, den E-Spell. Sehr schön, sehr schön. Oh mein Gott, Freunde, was geht jetzt hier weiter? Oh, da ist der Krakas noch. Die Akali ist low, da kommt das Random Fass hin. Denn Krakas weiß, dass die Akali sich irgendwo noch rumtreibt, die Ultimate. Und ich weiß nicht, ob die Ultimate ihn gefinisht hat, aber auf jeden Fall, Darius kriegt den Kill. Darius hat jetzt hier schon ganz kräftig Feed, muss ich sagen. Jetzt auch die Lane durchgebrochen. Ich kann mich ganz geil fühlen. Tue ich aber nicht. Good job, Team. Wir holen auf jeden Fall auf 18. Anständig. So, ein bisschen warden, damit ich weiß halt, wo der Case ist. Und er ist unten auf der Botlane. Das heißt, ich habe jetzt hier oben Zeit. Das ist sehr geil eigentlich. Das heißt, ich kann pushen. Wenn ich nebenbei noch ein bisschen Gold bekommen würde, würde ich natürlich auch nicht nein sagen. Yeah. Und Cassis, nimmer nichts von ihm zu sehen. Wer ist als nächstes dran? Da ist er. Ne, bevor der mir jetzt den dicken Damage zusetzt, ich hatte es ein bisschen anders mir vorgestellt, dass ich ihm vielleicht auch noch ein bisschen mehr selber reindrücke. Aber dann lasse ich es erstmal und gehe vielleicht in die Mitte, beziehungsweise sogar auf die Botlane. Ich glaube, er folgt mir sogar. Ne, tut er nicht. Okay, er ist weiter auf der Toplane. Dann nutzen wir die Zeit und brechen die Mitte, würde ich sagen, durch. Schön, und da kommen die Kills und auf der Bot. Schön, jetzt hier, Dwayne ist low. Oh mein Gott, und da kommen nochmal die Gras Ulti. Aber der Supporter, der wird da keinen Damage machen können. Kommen die Minis noch in die Minis und in die Kanone? Wieso fährt die Kanone einfach so blind daran vorbei? Was ist denn da los? Die Kanone. Die kennen. Oh mein Gott. Da fragt sich natürlich jetzt jeder, was war denn da los? Wieso hätte er da nicht einfach noch minimal mehr Schaden machen können? Sehr gut, die Akali wird sich da jetzt den anderen vorschlagen. Arduin braucht extrem lange, die braucht extrem lange. Ich wiederhole mich nur ungern so oft. Auge um Auge. Shit. Ich dachte, ich hätte hier noch was bekommen können. Ich dachte, er wäre der Kill oder so. Der Gegner hat einen Turm zerstört. But no. Der ist ein Zickel. Wer ist als nächstes dran? Ah, die Kanone. Please report, ey. Ich fährt einfach dran vorbei. Fast so blind wie ich. Geht rein. Ich hab Ulti. Ich kann euch Ultimate geben. If you like, if you want. If you wanna be my girlfriend. It's no problem for me. It's no matter. Okay, the case ist auf der Botlane, das ist gut, dann heißt es, ich auch einfach eigentlich mal wieder auf die Toplane kann. Da, wo ich hingehöre. Nimmst du noch so ein hässliches Wort mit? Greg soon care. Gut, dann kehren wir da mal ein bisschen. Oh, genau noch in dem richtigen Moment. Ah, das tut jetzt aber auch echt richtig weh. Das tut jetzt... Ich habe die nicht gefeedet. Das ist einfach kein Sis. Der tut so viel. Der macht so viel Schaden. Dafür kann ich nichts.
Auf ins Gefecht. Alle jetzt hier heiß auf den Drake. Frage ist natürlich, wo bleibt der? Oh, I hit you. Hat der Dick jetzt hier die Fresse ihm eingecremt. Aber mit der ganz, ganz feinen Pinatencreme, die eigentlich nur für den Babypopo gedacht ist. Ja, so soll das sein, ne? Ist hier der dicke Jungler, stellt sich glaube ich mit guten Stats jetzt hier in der Runde da. 4-1, ja doch, wieso nicht? Zumindest keine Stats, die man abgrundtief kritisieren kann. Weil ich mich ja auch stark zurückhalte. Ich meine, ich versuche mich jetzt hier so gut zu reißen. Wobei der Kader hat jetzt hier auch deutlich den besseren Farm. Der weiß einfach, wie er es machen muss. Der wird jetzt auch wieder genau auf seiner Lane gerade erscheinen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist da los? Was ist da los mit. Da war er gerade mehr oder weniger halt auf, ne? Oh yeah. Oh yeah. Hui boo. So nenne ich das hier. Nein! Aber der Darius survived, alles klar. Das war die Hauptsache. Oh, der, da kommt der Kasis, räumt das weitere Feld auf. Zwei Kills immerhin für mich jetzt hier gut geschrieben worden, aber na, was soll ich dazu sagen? Kasis räumt da wieder weiterhin auf, hat nochmal einen Death gegeben und wieder ein Kill, glaube ich, gut geschrieben für Kasis. Hat immerhin auch zwei Death jetzt hier. Ich glaube, er baut auch wirklich mehr als aggressiv jetzt hier von seinem Itembild her. Und deswegen, ja, mal ein bisschen die Boots rushen. So, jetzt haben wir natürlich jetzt hier so eine Stelle, wo man jetzt überlegt, was man sich als nächstes kauft. Und ich glaube, ich mache mit dem Pilger Wasser Erntemesse weiter. Noch nie so schwul gewusst, dass es so heißt. Aber jetzt weiß ich es. Irgendwann ist es immer das erste Mal. Haben wir nochmal einen zusätzlichen Slow. Und ich finde, da wir sowieso gerade wissen, den Attack Speed rushen und das sowieso, finde ich, mit Kellmann recht gut. Textbeat baut, ist das Pilgermesser eigentlich auch hier eine gute Wahl, die wir natürlich ja gleich noch ausbauen werden zur Klinge des gestürzten Königs. Die ganze Zeit die Tomlane immer nur fürs gegnerische Team gepusht, also immer nur, dass die da ihr Cash bekommen können. Für mich sieht das ja nie so aus. Ich habe ja nie den großen Jackpot, jetzt Garagas hier das ganze Gold. Wann bin ich mal dran mit Absahen? Irgendwie immer nie genau da, wo ich, wenn ich da bin oder wie oder was oder wo. Nice Damage, nice Damage, nice Damage, nice Damage. Na? Da ich meine Ulti ein bisschen früh verschenkt. Ah, komm schon! Nein, jetzt heal ich mir auch noch selber. Ich Assi. Das war aber anders gedacht. Kannst du mir vertrauen. Dir noch trauen. Das kann ich nicht mehr. Stop talking shit, wie. Dann haben wir nochmal gleich in der Mitte. Kali, ja, die braucht ihn ja eh nicht. Alles klar, aber Darius braucht ihn. So,
Sorry, wusste ich natürlich nicht. Hätte ich mit dem Flash-Move bekommen können, auf jeden Fall. War mir aber jetzt nicht sicher, wie weit das Team da hinter ihm steht. Oh, und Kragas holt sich gerade den Blue-Buff. Flasht da sogar auch noch. Krieg sogar gleich noch ein GG. Also wir haben ihn Blue Buff gesteert und einen Flash geunlockt. Also bin ich sehr zufrieden. So, immerhin schon mal was. Die Wayne. Mal gucken, was die Wayne für Stats eigentlich hat. Ja, ja, doch, 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 doch. Da haben wir aufgeräumt. Wir als Team. Nee, nicht mal. Nicht in den Rücken, so einen hässlichen Ball. Danke, nein. Oh, close, baby. Oh, no. Ich glaube, an dieser Stelle ist es auch besser, wenn wir mal wieder alle zurückgehen. Genau das meine ich. Einfach mal weg. Schön, da war die Gunblade hinterher geflogen. Schnell, pull die Wölfe, damit Akali dann da ran kann. Also werde ich die Ulti jetzt auch nicht mehr reinbekommen, dann wäre ich auch leicht ausgetickt. Aber komm, alles im grünen Bereich hier. So muss das ja auch, ne? Muss ja, ne, Freunde, muss ja. Nee, Ward ist jetzt nicht mehr an so einer Stelle. Nicht Health Potion meine ich. Lieber ein Ward. Better Ward. Oh, was habe ich gedrückt? Okay. Irgendwie der Hotkey für Dings. Yoshi's Optimal. Wer ist als nächstes dran? Ah, it's Free Dragon. Good job, good job. Auf ins Gefecht. Wayne Bot. Oh ja. Auge um Auge. Marsch! Sind gefallen. Nice one. No problem. Auf ins Gefecht. Habe ich gern so ein bisschen supported. Ja, Freunde, ihr wisst das, Fokus. K6 muss getötet werden.
Nice, ey. Nice. Mehr als schön. Mehr als schöner Engage. Wow, das war richtig geil gemacht. Ich meine, unser Freund ist noch nicht mal drauf gegangen. Aua, aua, aua. Never forgot. I have a fucking ult for you. Very good. Thanks for red buff. Auf ins Gefecht. Wir müssen aufholen mit dem Farm, aber wir schlagen uns ganz gut eigentlich. Wir holen jetzt echt farmtechnisch auf. Zum Team sind wir zumindest sogar schon mal der Beste. K6 aus dem gegnerischen Team. Die Scans. Führt mich in die Schlacht. Yes, sir. Auf ins Gefecht. Give me a fucking bait. Oh my god, Ezreal, get back. Back there. Nicht gut. Böse. Nice, also nice Ak. Schön, Akali. Schön. So wollte ich das sehen. Aber hat die Ultimate auch gerade ganz schön von mir wieder gerettet. Die rettet gerade in letzter Zeit des Öfteren. So, wir gehen auf Nummer sicher, denn wir wissen, enden können wir es wohl noch nicht komplett. Oh, alle drei Seiten noch ein niedergerissen. Und das sieht doch nach einem positiven Win aus, doch. Es sind so viele fucking Minions hier am Start. Newbie Win und ich habe die Finger nicht mehr an der Tastatur. Ich habe die Finger nicht mehr an der Tastatur. Das sieht man auch. Oh. Shit. Geht ja alles dann nochmal eine Ulti drauf. Denn die Finger waren nicht mehr an der Tastatur. Ja, sehr schön. Freue mich drüber. Einen weiteren Win bei Road to Evil Challenger. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.